Hallo und herzlich willkommen zu einem Unwetterspezial für den Donnerstag. Ja, es wird sich wahrscheinlich eine ziemlich brisante Wetterlage vor allem in der Nordhälfte Deutschlands einstellen, wo sich am Donnerstag dann schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial entwickeln können. Wir schauen uns mal zunächst die Höchstwerte an und da sehen wir, dass nochmal sehr heiße Luft von Südwesten heranweht, durchaus mit Höchstwerten über 35 Grad im Westen und im Süden. Was passiert nun aber in Sachen Gewitter? Und da deutet sich an, dass schon eine erste Gewitterwelle sozusagen am Morgen und am Vormittag über den äußersten Norden hinwegziehen kann. Hier können auch schon einzelne kräftige Gewitter dabei sein. Der Schwerpunkt wird sich aber wahrscheinlich in den Nachmittagsabend und in den frühen Nachtstunden einstellen. Und zwar werden sich dann von Westen her, von Nordwesten her heftige Gewitter entwickeln. Ich habe hier mal die Karte vorbereitet. Wir sehen diesen großen roten Bereich, wo die Unwettergefahr dann nach jetzigem Stand am größten ist. Ich werde noch ein bisschen erläutern und zwar habe ich diesen gelben Bereich im Nordwesten eingezeichnet mit dem Fragezeichen. Es könnte sein, dass ich eben erst östlich von diesem Bereich die schweren Gewitter dann entwickeln. Hier bestehen also noch Unsicherheiten, ob es hier wirklich auch heftig zur Sache gehen wird. Der gelbe Bereich, der südlich ansetzt, also so vor allem Richtung Südhessen, Rheinland-Pfalz und Richtung Bayern-Rhein, der gelbe Bereich, den habe ich eingezeichnet, weil ich nicht ganz sicher bin, ob die Gewitter vielleicht sogar in diesem Bereich zu Richtung Abend dann ausgreifen werden. Wir kommen noch kurz zu diesem kleinen roten Bereich, der den Schwarzwald und die Schwäbische Alb betrifft. Hier sind auch örtlich dann durchaus kräftige Hitzegewitter möglich, die mit Starkregen und Hagel einhergehen können. Was ist jetzt aber mit den Begleiterscheinungen der Gewitter in Norddeutschland bzw. in der gesamten Nordhälfte? Hier können wirklich heftiger Starkregen auftreten mit durchaus 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, die da runterkommen. Das heißt eben überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller. Zudem eben Hagel, der durchaus 3 bis 5 cm Korngröße erreicht, örtlich eben vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt großer Hagel, der natürlich dann auch zu Schäden führen kann. Weil die Windscherung zunimmt, ist zudem die Tornadogefahr leicht erhöht, aber es können auch richtig heftige Windböen auftreten. Da sind durchaus schwere Sturmböen über 100 Kilometer pro Stunde in diesen Gewittern möglich. Örtlich kann es sogar zu Orkanböen über 120 Kilometer pro Stunde kommen. Das Ganze wird sich natürlich nur sehr eng begrenzt abspielen. Das heißt, auch in diesem roten Bereich, auch in der Nordhälfte, wird es wieder viele geben, die davon nichts abbekommen. Aber ziemlich sicher wird es einige Orte dann doch ziemlich heftig erwischen. Also es heißt, aufgepasst morgen, die Lage genau verfolgen bei uns auf Facebook, Twitter, im Wetterkanal. Wir werden natürlich rund um die Uhr berichten. Und dann wünsche ich trotzdem noch eine schöne Restwoche. Sagt bis zum nächsten Video und ciao.